Keine Frage, es ist ein bisschen zäh heute an den Märkten. Es scheint sich nicht allzu viel zu tun an der Oberfläche. Die Märkte warten eben auf das, was nächste Woche kommt. In dieser Woche, da steht wenig auf dem Programm, da steht wenig auf der Agenda, aber nächste Woche dann Dienstag die US-Verbraucherpreise, also die neuesten Inflationsdaten, mit der Frage dann, ob am nächsten Tag, am Mittwoch nächster Woche die Fed dann die Zinsen anhebt oder eben nicht, wie man jetzt erwartet. Und dann am Donnerstag die EZB-Sitzung. Und davor ist irgendwie so ein bisschen ein Loch, aber es passieren Umschichtungen und es sieht so aus derzeit, als würde aus dem sehr, sehr heiß gelaufenen Tech-Sektor jetzt umgeschichtet in jene Werte, die verprügelt wurden seit Jahresbeginn. Und wir hatten am Freitag, letzten Freitag nach den Arbeitsmarktdaten, ja so eine Art Rotation. Da hatten wir Nebenwerte im Russell 2000 stark, wir hatten den Dow Jones stark, der Tech-Index war etwas schwächer. Das Ganze hat sich dann gestern zwischenzeitlich wieder ein bisschen umgekehrt mit der Euphorie um Apple. Aber diese Euphorie ist ein bisschen verflogen, die Apple-Aktie heute im Minus. Aber die Nebenwerte sind wieder stark im Plus. Wir wollen uns das Geschehen mal anschauen. Hier sehen wir mal die verschiedenen Indizes. Dow Jones mehr oder weniger unverändert. Nasdaq, naja, auch leicht im Plus, manchmal leicht im Minus. Wir sehen den S&P leicht im Plus. Und wir sehen vor allem den Russell 2000, der 2,77% steigt. Zu beachten auch der VIX, der heute wieder deutlich unter Druck gekommen ist. Nur noch knapp über der 14er-Marke da. Dazu gleich mehr. Also, wir sehen rein in diese Small Caps. Das ist ein Index, der Russell 2000, der in diesem Jahr nicht so besonders gut gelaufen ist. Hier sehen wir mal die Heatmap. Also das, was die einzelnen Aktien im S&P 500 so veranstalten. Da sehen wir eine Microsoft im Minus, die ja sehr, sehr gut gelaufen war. Eine Apple im Minus mit 0,8%, minus 0,8%. Wir sehen eine Google im Plus, eine Meta im Plus, eine Nvidia im Minus und eine Amazon und eine Tesla im Plus. Also so ein gemixtes Bild heute. Wir sehen auf der anderen Seite, ja, so da ein bisschen Enttäuschung über das, was bei Apple der Fall ist. Hier hat ein Kommentator auf Finanzmarktwelt, wie ich finde, großartig die Dinge auf den Punkt gebracht. Diese Vision Pro Brille ist kein Game Changer, in Sachen Auflösung wird die super sein, aber es ist eine Implementierung bereits bestehender Technologien auf hohem Niveau, aber eben nichts Revolutionäres. Und das Problem, das ist ein auf dem Kopf tragbarer Monitorersatz, keine überzeugende Erfüllung des Mixed Reality Versprechens, hier digitale und echte Welt zu verschmelzen. Auch die, was soll man damit machen? Eigentlich spielen, arbeiten. Man hat eine Akkulaufzeit von 2 Stunden. Den Akku muss man dann in der Hosentasche mit sich rumtragen. Das fällt dann wohl unter Notlösung. Und das Ganze sieht ja auch noch aus wie eine Taucherbrille. Also so richtig überzeugt dieses Konzept nicht wirklich. Was genau soll das jetzt sein? Soll das wirklich eine Massenanwendung sein, die Millionen von Menschen nutzen, wie etwa das iPhone? Scheint mir nicht sehr glaubhaft, dementsprechend leichte Enttäuschung. Aber ich hatte vorhin gesagt, wir hatten ja diese irre Konzentration in diesen wenigen großen Tech-Werten, die heute so ein bisschen aufgesplittet ist. Wir haben große Tech-Werte wie Amazon gesehen, die im Plus sind, andere wie Apple, Microsoft, die im Minus sind. Hier sehen wir mal die Kapitalflüsse über die letzten 12 Monate. Und da sehen wir Technology hier gelb, ganz nach oben Financials, ganz nach unten Finanzwerte, also die wurden verprügelt mit der Folge, dass wir die höchste Konzentration haben an den Märkten, an der Wall Street seit mindestens 15 Jahren. Und da sind viele Werte eben verprügelt worden, andere sind in den Himmel gejazzt worden, weil die ja angeblich so richtig toll sind, sodass dann eben diese Relation zwischen Nebenwerten zu Nasdaq praktisch auf einem Allzeittief gewesen ist. Und jetzt wird eben rotiert, das ist an der Wall Street oft so Herdentrieb, alle rein in Tech, dann alle rein in Nebenwerte, aber dafür gibt es natürlich schon durchaus eine gewisse Motivation, denn hier diese Nebenwerte, da ist der Finanzsektor sehr präsent, mit Abstand der wichtigste Sektor, mit knapp über 20%, also Regionalbanken, die ja so verprügelt wurden. Eigentlich ist das Thema noch nicht durch, denn wir sehen nach wie vor, dass Gelder abfließen von Bankkonten und rein in Geldmarktfonds, aber sei es drum. Da ist schlichtweg mal eben eine Reaktion, eine deftige Reaktion nach oben eben auch wahrscheinlich. Wir sehen jetzt den Regionalbankenindex KBW nahe seines 6-Wochen-Hochs. Also da wird dann einfach umgeschichtet und so erklären sich dann solche Bewegungen. Zumal Tech ja durchaus so gehypt wurde, dass man sich fragt, naja,
Wo ist die Realität hinter diesem Hype? Denn etwa bei Nvidia gucken wir uns mal, was TSMC, dieser taiwanesische Top-Hersteller für Chips, der sagt, die Chip-Nachfrage ist schwach, trotz eines weltweiten Hypes um KI. Also das passt irgendwie nicht so richtig zusammen, da ist vielleicht zu viel Erwartung im Spiel. Und so sehen wir, dass wir praktisch etwas haben, was wir noch nie hatten, nämlich seit knapp einem halben Jahr, also seit Jahresbeginn, hatte der S&P 500, der marktgewichtet ist, also wo einzelne Aktien wie Apple und Microsoft natürlich extrem stark gewichtet sind, gegenüber dem Equal Weight, wo alle Aktien gleichgewichtet sind, die größte Ausperformance mit 10%, seit man dieses Ganze berechnet, also seit dem Jahr 1990. Aber jetzt sehen wir, dass offenkundig vielleicht der eine oder andere sich sagt, naja, war eine schöne Party, aber irgendwann ist Party vorbei. Wir sehen, dass unten hier in dieser Grafik Tech sehr starke Abflüsse hatte in der letzten Woche. Insgesamt wurden US-Aktien verkauft, aber vor allem Tech-Aktien wurden verkauft. Also hier sehen wir, das ist dieser hellblaue Balken ganz unten. Hier sehen wir, dass da offenkundig da schon Gewinne mitgenommen werden. Keine Gewinne werden beim WIX mitgenommen. Da wird weiter auf einen fallenden WIX offenkundig spekuliert. Aber jetzt sehen wir, der WIX ist 3 Standardabweichungen unter seinen 50-Tagen. Tagesdurchschnitt, während die Märkte, also die Aktienmärkte, speziell eben Nasdaq, 3 Standardabweichungen über seinem 50-Tages-Durchschnitt ist. Und in der Summe, wenn man das mal in der Vergangenheit sich betrachtet, dann war das in der Regel so, dass sich diese Extreme dann angeglichen haben, wieder zum Durchschnitt tendieren, Reversion to the Mean, wie man im Amerikanischen sagt. Also die Dinge kommen dann irgendwann wieder in ein Gleichgewicht, auch wenn sie teilweise extrem auf die eine oder andere Seite neigen. Und hier sehen wir, der WIX jetzt auf dem niedrigsten Stand seit Juni 2021, also mehr oder weniger auf dem Hochpunkt der ultralaxen Geldpolitik-Party, als die Fed in Reaktion auf Corona ja die Zinsen gesenkt hatte, Liquidität ins System gepumpt hatte. Und hier hat Lance Roberts, der durchaus kein bärischer Analyst ist, sondern die Dinge versucht zu nehmen, wie sie eben sind. Hier eine Grafik, die S&P 500 Price-Earnings-Ratio zum WIX. Also wie schaut es da aus? Gewinne zu, also praktisch Marktkapitalisierung zu Gewinnen in Relation zur Volatilität an den Märkten. Hier sagt er, das könnte so langsam ein Niveau werden, wo es schwierig wird. Aber vielleicht sehen wir dann eben praktisch diese Umschichtung, dass eben dann in andere Werte umgeschichtet wird. Jetzt eben dann auch für die Zukunft entscheidend. Bekommen wir eine Rezession oder bekommen wir keine Rezession? Goldman Sachs sagt, nee, also die Wahrscheinlichkeit ist gering. Wir stufen mal die Wahrscheinlichkeit für eine Rezession in den nächsten 12 Monaten runter von 35 auf nur noch 25%. Da ist man also deutlich optimistischer. Die Konjunkturdaten ja sehr widersprüchlich in den USA, aber insgesamt, man glaubt wieder an ein Soft Landing. Das haben wir bei den Aussagen von Goldman Sachs gesehen. Aber was ist die Kehrseite dieser Medaille? Dass die Fed die Zinsen nicht senken wird, sondern wahrscheinlich eben weiter anheben wird, und so erwartet eben Goldman Sachs dann auch, wenn nicht im Juni, dann spätestens im Juli eine Zinsanhebung von 25 Basispunkten. Andere bleiben auch für die Märkte sehr optimistisch, etwa BMO, die sagen, ja, also der Aktienmarkt ist total resilient, der Arbeitsmarkt, der bleibt stark. Man verlässt sich da auf die sehr fragwürdigen Zahlen des Bureau of Labor Statistics, die Arbeitsmarktdaten am Freitag, die gezeigt hatten, dass die Haushaltsumfrage eigentlich 300.000 Stellen weniger ausgewiesen hat, also sogar Verlust von 300.000 Stellen. Das Burst Death Model, das über 200.000 Stellen hinzu erfunden hat, wo auch immer und mit welcher Begründung auch immer. However, hier ist man also bullish und hebt das Kursziel auf 4.550 Punkte an, weil man sagt, Soft Landing, da wird überhaupt nichts passieren. Dagegen der eigene Indikator der Fed, nämlich das Rezessionsmodell der Fed, hat jetzt eine Wahrscheinlichkeit von über 70%, dass hier eine Rezession kommt. Das wird berechnet eben an den invertierten Zinskurven. Und jedes Mal, wenn hier eine Wahrscheinlichkeit von 40% berechnet wurde, dann kam auch eine Rezession. Jetzt sind wir also bei 70%, und das scheint bestätigt zu werden, etwa durch die Logistikindustrie in den USA. Hier sehen wir, der Logistik Manager Index LMI hat ein neues Allzeittief erreicht, jetzt auf 47,3 abgestürzt im Mai. Heute veröffentlicht diese Daten, hat aber kaum einer auf dem Schirm. Im Vergleich zu 50,9 noch im April. Also wir sehen, Logistik ist ja ein Frühindikator.
dass da offenkundig weniger Transport passiert. Das zeigt, die Nachfrage wird geringer. Kein Wunder, die Leute stöhnen unter Inflation. Die haben ohnehin schon auf Pump konsumiert mit ihrer Kreditkarte zu 20% Zinsen. Abschließend noch ein wunderbarer Blick auf dieses tolle Land hier, das in die Transformation, wie Daniel Stelter hier schreibt, in eine DDR 2.0 ist. Der Staat entschädigt für höhere Kosten der klimafreundlichen Produktion und sichert gegen Unsicherheiten bei Preisentwicklung ab. Wieder das Modell, man hebt Märkte auf. Das ist so ein bisschen sozialistisch und fördert dann praktisch klimafreundliche Produktion. Also das muss ja irgendwo bezahlt werden. Das sind unsere Steuergelder. Es wird also erst künstlich teuer gemacht. Dann fördert man diejenigen, die die Guten sind, mit teurem Steuergeld. Und irgendwann muss es wieder bezahlt werden. Man kommt aus dem Staunen teilweise nicht raus. Das gilt auch für die EZB. Heute Lagarde, viele andere, die gesagt haben, Mensch, die Inflation ist doch viel zu hoch. Obwohl wir sehen, dass die Erzeugerpreise schon auf dem Weg Richtung Süden sind. Wir müssen die Zinsen weiter anheben. Nagel heute oder gestern war es der Bundesbankchef, der gesagt hat, also wir werden vielleicht sogar über den Sommer hinaus die Zinsen anheben müssen. Eigentlich gehen die Märkte davon aus, dass wir noch 2 Zinsanhebungen durch die EZB sehen werden. Die ist ja am Donnerstag nächster Woche dran. Der Euro dennoch relativ schwach. Warum? Weil man glaubt der EZB offenkundig nicht. Denn die deutsche Wirtschaft in einer Rezession, die Wirtschaftsdaten aus der Eurozone signifikant schwächer als die amerikanischen in den letzten Wochen. Das ist gleichzeitig die erste Artikelempfehlung, meine Damen und Herren. Und die zweite, das, was ich schon angesprochen habe, wo ist eigentlich diese wundersame Chip-Nachfrage hinter dieser KI-Nachblase? Die existiert nicht und das sehen wir anhand von Daten von TSMC, also diesem taiwanesischen Chip-Hersteller. Diese beiden Empfehlungen, ich sage jetzt erst einmal Servus und Ciao.